Haben Sie schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Wenn nicht, denken Sie bestimmt darüber nach. Denn Kreuzfahrer schwärmen. Das Reisen ist super bequem, man erlebt viel in kurzer Zeit und an Bord kann man sich so richtig verwöhnen lassen. Fakt ist, die Reisepreise für Hochseekreuzfahrten sind gesunken. Der Umsatz der Reedereien hat sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Die Passagierzahlen haben sich fast verdreifacht. Also nur sonnige Aussichten für Urlauber und Reiseveranstalter? Wie funktioniert die Kreuzfahrtindustrie? Doch geht der Luxus auf hoher See nicht zulasten der Umwelt? An Bord von Rockliner 4. Sebastian Thieswald, genannt Thiesi, hat eine Themenkreuzfahrt gebucht. Denn hier kann er sein Idol treffen, Udo Lindenberg. Mit weiblichem Bodyguard und einem Weißbier. Der Meister wird schon an Bord erwartet. Thiesi aus Chemnitz arbeitet sonst in der Altenpflege. Jetzt ist er einer von 2500 Fans im Ausnahmezustand. Kreuzfahrten unter einem Motto gibt es auch für Metal-Fans, bewegte Christen und Schlagerfreunde. Vor einem Dreivierteljahr war das, hast du das Ding gebucht. Von dem Tag an schneiden wir halt immer so ein Band ab, ne, so, und warten jeden Tag so, zack. Und dann ist es endlich soweit und dann kommt dieses Wiedersehensfreude und dann bist du drin und dann ist das einfach nur schön. In Malaga geht es los. Von hier aus tuckern die Udo-Fans durch Atlantik und Mittelmeer. 7 Tage Rockliner für durchschnittlich 2500 Euro. An die Kosten für die Tickets denkt an Bord keiner mehr. Lindenberg-Doubles und Fans erster Klasse feiern. Rockliner-Piraten! 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 Stillere Rockliner sind Katja und Matthias Safert aus dem Erzgebirge. Den Udo-Fans aus Schwarzenberg ist alles noch zu groß. Jo, hier rum, ne? Hier gehst du ins Gosch jetzt. Wir wollen ins Gosch und Angermann. Das ist ein richtig großes Schiff, ja. Auf jeden Fall. Da kann sich drauf verlaufen. In der sächsischen Heimat dagegen ist das Leben ganz übersichtlich. Das Paar betreibt einen Friseursalon. Hier läuft immer Udo Lindenberg. Vor 3 Jahren haben sie geheiratet, aber ein Wunsch ist noch offen. Passend zu ihrem speziellen Udo-Designerringen. Stark wie zwei, ich geh die Straße runter, stark wie zwei. Ja, es war halt ein großer Wunsch noch, wenn wir nicht nur, wenn mir der Udo uns auch noch die Segen geben würde. Also für mich persönlich wird es, also Glücksgefühle sind das dann. Es ist einfach, wie gesagt, weil dieser Mann mich ja ein ganzes Leben begleitet hat, ist ja dann schon ein Höhepunkt. Einen Segen von Udo. Auf den müssen sie an Bord noch warten. Als Ersatz präsentieren sich vorerst nur die Doubles von Lindenberg. Komm mal, Bill. Doch selbst bei denen müssen Katja und Matthias für ein Foto anstehen. Währenddessen hält der echte Udo in der X-Lounge Hof und ordert gleich den ersten Drink des Tages. Ich muss ein bisschen Gurken und Eierlikör. Hast du mal gelesen? Ja, ich bin ein bisschen eisig. Also auf goldene Zeit, auf die goldene Seefahrt. Ja? Udo hat Routine, denn für ihn ist es schon die 4. Tour an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. So. Jo. Leute, keine Panik, alles geil hier an Bord, ja. Sehr geil. Gerade verlässt das schwimmende Hotel Lissabon. Für den Abend ist starker Seegang angesagt. Ja, aber das kenne ich ja schon. Mein Schleudergang, ja, so ein bisschen austarieren, ausbalancieren, das kenne ich ja schon. Komme ich schon mit klar. Wir machen hier 3 Shows in dem sehr schönen Theater. Und 3-mal geht es hier. Und das ist für die Band gut, weil wir gut, wir rennen uns heiß für die großen Stadionshows. Ne? Gute Sache. Thiesi vertritt den Chef in den unteren Etagen. Hallo Udo! Gleich beginnt für den Chemnitzer der Höhepunkt der ganzen Reise. Das Konzert mit seinem Idol.
Natürlich mit Freibier. Ist ja alles inklusive. Geiles Konzi, mein Lieber. Auch die Tickets für das Konzi sind im Preis schon drin. Ein Konzert mit nur 1000 Fans statt 30.000, das ist schon fast Club-Atmosphäre. Kreuzfahrten haben Konjunktur. Schon seit Jahren wächst der Markt. Bei den in letzter Zeit besonders beliebten Hochseekreuzfahrten hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt. Lag der im Jahr 2005 bei 1,22 Milliarden Euro, waren es 10 Jahre später schon 2,9 Milliarden und das allein in Deutschland. Die Passagierzahlen haben sich im gleichen Zeitraum fast verdreifacht. Der Preis pro Reise ist in den letzten 10 Jahren gesunken. Ein Urlaub längst nicht mehr nur für die oberen 10.000. In Kiel am Kreuzfahrthafen treffen wir Frank Behling. Der Journalist beobachtet seit Jahrzehnten die Reedereien. Dass das Reisen auf hoher See günstiger wird, ist für ihn nicht verwunderlich. Denn die Kosten für die Betreiber der schwimmenden Hotels sind überschaubar. Ein Schiff ist erstmal grundsätzlich natürlich in einem wirtschaftlichen Umfeld unterwegs, wo es von vielen Abgaben und auch Steuern befreit ist. Das heißt also, ein Kreuzfahrtprodukt kann auch günstiger angeboten werden als ein Landprodukt, weil es eben im zollfreien Bereich sich auch bewegt. Gleichzeitig sind die Schiffe immer größer geworden. Ein Schiff, das 1000 Passagiere zum Beispiel befördert, muss ganz andere Kosten kalkulieren als ein Schiff, das 3000 Passagiere befördert. Denn die Grundkosten für eine Reederei bleiben eigentlich immer auf einem ähnlichen Level. Deswegen verdient man mit einem großen Schiff natürlich mehr Geld. Der Experte kann den Kreuzfahrtboom verstehen. Denn mit keinem anderen Transportmittel der Welt kann man so bequem alle Kontinente bereisen. Als Kreuzfahrtpassagier habe ich ja mein Hotelzimmer immer bei mir. Es wird immer von Hafen zu Hafen, von Destination zu Destination bewegt. Das ist eigentlich das Kernelement, was die Kreuzfahrt so populär gemacht hat. Weil eben diese geschlossene Umgebung da ist, die einen von A nach B bringt und auch immer zu neuen Zielen. Und das auch nach wie vor das Hauptargument ist, eine Kreuzfahrt zu buchen. Bequemlichkeit für die Passagiere, das bedeutet einen immensen logistischen Aufwand. Hier in Bremerhaven wird gerade die Mein Schiff 5 beladen. Mit schwerer Technik muss innerhalb von wenigen Stunden alles an Bord. Waren für 2500 Passagiere. Der Herr mit dem weißen Helm ist kein Bauleiter, sondern der Chefkoch. Alain Donlen, Franzose, spricht 8 Sprachen und kocht seit 20 Jahren auf Ozeanriesen. Das ist die Menge, was ich brauche. 130 Tonnen für 10 Tage? Ja, 130 Tonnen, aber das ist nicht nur Fleisch und Fisch und Gemüse und Sachen so. Das sind andere Sachen, das sind Wasser, das ist Bier, das ist andere Sachen, Gewürze. Das ist viele Produkte, was wir brauchen für die ganze Operation. Wichtig dabei, Lebensmittel, die ein Gefühl von Luxus verbreiten. Garnelen dürfen niemals ausgehen. Ja, zum Beispiel diese Garnele, was wir benutzen auf dem Schiff, das ist ungefähr 120 Kilo am Tag. Im Bauch des Schiffes. Dem Chefkoch fällt auf, dass Tiefkühlware noch im Gang steht. Anweisungen gibt er sicherheitshalber gleich in mehreren Sprachen. Put it in the fridge. Lo hacer con el refrigerador directamente. Está bien, está bien, está bien. Adentro, adentro. Ja, müssen wir jedes Mal aufpassen, um was, wie und wo, okay? Und das ist sehr wichtig, genau zum Sehen, was und wie und wo. So. Die Menge ist wichtig. Ich kann nicht sagen, nach 8 Tagen, liebe Gäste, ich habe kein Fleisch mehr, ich habe das nicht mehr, ich kann nicht mehr kochen. Das geht nicht. Aus dem Tiefkühllager mit Temperaturen weit unter 0 Grad geht es jetzt in Alain Donlens Obstpalais bei erträglichen 3 Grad plus. Qualitätskontrolle. Birnen müssen grün, Erdbeeren rot sein, sonst streikt der Passagier. Okay,
Der Käse wird geliefert. Und dem Chefkoch geht das Herz auf. Wie jede Woche. Egal, wo das Schiff gerade ankert. Und das ist die schöne Produkte, was wir haben hier. Zum Beispiel Käse. Käse kann ich sagen, wir haben 80 verschiedene Varietäten auf Käse. Und zum Beispiel, wenn wir in die Karibik kommen, haben wir jedes Mal Käse in der Karibik. Jedes Mal kommt das mit einem, nicht mit einem Helikopter, aber... Kostet das nicht extrem viel Geld? Ja, das kostet Geld, aber ist normal. Für mich ist das ganz normal, das Luxus. Was er auch bestellt, wird prompt geliefert. In fast jeden Hafen der Welt. Wenn 130 Tonnen Lebensmittel und Getränke verladen werden, dann muss auch einiges wieder heraus. Um den Müll muss sich Umweltoffizier Athanasios Kalikis kümmern. Heute ist der Abtransport besonders umständlich. Der Grieche ist genervt. Das Problem ist, dass die Anlagen hier für unsere Arbeit nicht optimal sind. Sie sehen den Abstand zwischen Pier und Schiff. Deshalb müssen wir diesen Korb am Kran benutzen, um uns die Arbeit wenigstens ein bisschen leichter zu machen. Das ist hier nicht so einfach. Nach 6 Stunden ist endlich die letzte Tonne Müll verstaut. An Bord will uns der Umweltoffizier zeigen, wie hier Müll getrennt wird, damit die Abfälle nicht zu viel Platz wegnehmen. Der Herr der Müllverkleinerungsmaschinen ist Kollege Francisco, zuständig für Pappe, Folien und Glas. Er soll uns die Glaszerkleinerungsmaschine vorführen. Wenn die Passagiere hunderte Flaschen Bier und Wein leer getrunken haben, landen sie hier. Francisco macht sie klein. 2500 Passagiere und knapp 1500 Mann Besatzung. Das ergibt eine Menge Müll. Und Francisco bleibt trotzdem entspannt. One by one. Eine nach der anderen. Okay, das ist genug. Demnächst soll das Glas vor der Zerkleinerung auch noch nach Farben sortiert werden, sagt man uns. Was nicht recycelt wird, landet in der schiffseigenen Müllverbrennungsanlage. Im Silo dieser Maschine lagert der Müll. Das ist der Speicher. Wir sammeln den Müll. Also, das sind ungefähr 20 bis 30 Kubikmeter, denke ich. 10 Stockwerke höher soll davon niemand etwas mitbekommen. Aber in den Köpfen vieler Reisender spukt das Umweltthema schon herum. Das spielt schon eine Rolle, ja. Also da denkt man schon drüber nach. Vor allen Dingen, wenn man das im Fernsehen sieht, was da alles gebraucht wird, allein für die Verpflegung, die Entsorgung, das ist schon ganz schön, geht ganz schön auf die Umwelt, ja. Ich habe da schon ein schlechtes Gewissen bei, muss ich so sagen. Weil man hört ja sehr viel in der Presse auch, dass sehr viel eben der Umwelt einen Schaden zugetragen wird. Aber gut, ich sag mal, wenn ich jetzt nach Australien fliege, ist das wahrscheinlich genauso übel, als wenn ich jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff bin. Die neueren Schiffe sind vielleicht nicht gerade so die Drecksschleudern, aber das müsste noch ein bisschen besser werden. Drecksschleudern sind die Schiffe tatsächlich. Das Hauptproblem sind die Abgase. Wieder ein Fall für den Umweltoffizier Athanasios Kalikis. Wir dürfen hinter die Kulissen schauen. Er erklärt uns, dass der Koloss mit einem der billigsten Kraftstoffe betrieben wird. Wir nutzen im Wesentlichen Schweröl, zwischen 350 und 400 Tonnen pro Kreuzfahrt. Schweröl gilt als extrem umweltschädlich. Der Offizier meint aber, das sei für dieses Schiff kein Problem. Der sogenannte Scrubber reinigt die Abgase. Wir nehmen Seewasser, befördern das mit 4 verschiedenen Pumpen an Bord. Wir waschen die Abgase, die durch den Betrieb unserer Motoren entstehen, mit diesem Wasser. Und danach geht das wieder ins Meer zurück. Natürlich nicht, ohne vorher den sogenannten Fliehkraftabscheider zu durchlaufen. Da werden feste Stoffe und Verschmutzungen vom Wasser getrennt und in einem Tank gebunkert. Vor allem giftiger Schwefel wird so herausgefiltert. Das ist in Nord- und Ostsee sowie auch an den Küsten Nordamerikas so vorgeschrieben. Die Reederei gibt an, sie würde die Technik auf allen Routen einsetzen. Im Kreuzfahrt-Umwelt-Ranking von 2016
finden wir die Mein Schiff 5 auch auf dem dritten Platz. Der Naturschutzbund Deutschland hat die Liste veröffentlicht. Sie ist ernüchternd. Auf den meisten Schiffen wird in Sachen Umweltschutz wenig getan. Zu erkennen an den vielen roten Schiffsschrauben. Wir treffen Malte Siegert vom NABU in Hamburg. Er will mit dem Kreuzfahrtranking die Öffentlichkeit für das Umweltthema sensibilisieren. Hier in der Hafenstadt spielt der Schiffsverkehr eine wichtige Rolle. Die Probleme, die beim Verbrennen von Schweröl entstehen, sind sehr gut zu sehen. Schiffe sind eben Dreckschleudern. Das Schweröl ist grundsätzlich ein Problem in der Seeschifffahrt, aber es ist auch ein Problem in der Kreuzschifffahrt. Das ist eigentlich eine Art von Offshore-Müllverbrennung, muss man mal ganz klar sagen. Sozusagen, sie verbrennen ein Restprodukt. Das muss man auf 130 Grad erhitzen, damit es überhaupt so zähflüssig ist, damit man es in die Brennkammer kriegen kann. Malte Siegert kritisiert vor allem die Abgase, Rußpartikel und Feinstaub, den man mit bloßem Auge kaum sehen kann. Aufschreckend ist dabei folgender Vergleich. Laut NABU würde ein einziger Ozeanriese auf nur einer Kreuzfahrt so viele Schadstoffe ausstoßen wie 5 Millionen Pkw auf einer vergleichbaren Strecke. Daran kann man mal sehen, wie erheblich die Emissionen von Schiffen insgesamt sind und wie wenig auf der anderen Seite die Schiffe reguliert sind. Während wir auf der Straße jetzt hier in Europa zum Beispiel eine extrem scharfe Regulierung haben mit Stickoxidkatalysator, mit einem Rußpartikelfilter und mit sauberem Sprit, dann haben wir das auf der Seeschifffahrt so gut wie überhaupt nicht. Der Naturschutzbund hat im Mai gemessen, wie viel gesundheitsschädlicher Feinstaub, wie zum Beispiel kleinste Rußpartikel, ein Schiff abgibt. Dafür sind Umweltaktivisten an Land der AIDA Prima hinterhergefahren. Immerhin das bestbewertete Schiff im Kreuzfahrtranking. Das Messgerät zeigt, sobald das Schiff vorbeifährt, steigt die Zahl der Rußpartikel sprunghaft an. Der Wert ist fast 7-mal höher als an einer stark befahrenen Straßenkreuzung. Dass Kreuzfahrtschiffe extrem weit in Häfen reinfahren. Und das ist natürlich gefährlich. Hier wohnen direkt Leute. Und insofern haben natürlich Kreuzfahrtunternehmen eigentlich eine deutlich größere Verantwortung, um mit diesen Emissionen auch über das gesetzliche Maß hinaus vernünftig umzugehen. Das Maritime Zentrum der Hochschule in Flensburg. Einer der wichtigsten Orte der Schifffahrtsausbildung in Deutschland. Quest, this is Flensburg coming. Studenten lernen hier an Simulatoren, wie Hochseeschiffe gesteuert werden und wie die Motorentechnik funktioniert. Es wird an neuen Technologien geforscht. Wir wollen mit einem Experten über Schweröl reden, das derzeit die Motoren antreibt, aber heftig in der Kritik steht. Also Schweröl zeichnet sich eben aus durch sehr langkettige Kohlenwasserstoffverbindungen. Man kann einmal das hier vielleicht im Bild erkennen. Die Zähigkeit, also wir sprechen von Viskosität, ist bei Umgebungstemperatur sehr hoch. Das heißt, dass wir so eine Flüssigkeit nicht einfach in einen Motor mit dem üblichen Verfahren hineinbringen können, sondern wir müssen es erwärmen, wir müssen es aufbereiten. Aber es bleibt eben auch noch einiges in dem Schweröl enthalten, was man am Abgas eigentlich nicht sehen möchte. In den Abgasen, die ein Schiff, das mit Schweröl betrieben wird, täglich abgibt, sind 7500 Kilogramm Schwefeldioxid enthalten. An Stickoxiden 5250 Kilogramm. 450 Kilogramm Rußpartikel. Und an Kohlendioxid sogar 476.850 Kilogramm. Alles an nur einem Tag. Und zehntausende Containerschiffe fahren weltweit mit Schweröl. Für ein paar hundert Kreuzfahrtschiffe will daran niemand etwas ändern, vermutet Michael Thiemke. Der Druck ist zu gering. Dabei gibt es schon seit Jahren große Schiffsmotoren, die effektiver und umweltfreundlicher sind. Also das Dilemma ist definitiv vorhanden, dass eben Anlagen, die in Laboren getestet worden sind, oftmals den Weg kaum an Bord finden oder nur in ganz spärlichen Einzelanwendungen. Und damit hat man nicht die Möglichkeit, die Borderfahrung zu sammeln, die erforderlich wäre, um ein marktreifes Produkt anzubieten. Keiner möchte der Erste sein, keiner möchte Risiken tragen. Werden die Studenten von heute weiter mit schwerölbetriebenen Schiffen auf den Weltmeeren unterwegs sein? Es sieht ganz so aus.
Denn die Einführung strengerer internationaler Regelungen wird Jahr für Jahr verschoben. Zurück auf den Rockliner mit Udo Lindenberg-Fan Tisi. Ich laufe gerade die ganze Zeit übers Schiff und suche alle, aber es ist quasi außer uns noch niemand da. Die sind irgendwie alle noch, Nacht. Oder? Ja, war es. Wann seid ihr? Ich bin, ich glaube, Viertel nach vier, also Viertel fünf. Ja. Und da wart ihr ja noch fröhlich. In der letzten Nacht haben diese Rockpiraten aus Altenburg nur 2 Stunden in der Kabine verbracht. Tisi steigt erstmal um auf Antialkoholisches. Was ist denn das jetzt? Es ist nicht der Alkohol, es ist das Schiff. Sein großes Idol macht dagegen locker weiter und trinkt gerade mit Grit Gärtner aus Ottendorf-Okrilla, na was wohl, Eierlikör. Hat jemand einen Edding da? Edding, den weißen und den schwarzen. Ein paar Decks tiefer, die Gruppe aus Altenburg beim ersten Programmpunkt gleich nach dem Frühstück. Ganz in der Tradition ihres großen Vorbilds. Rockliner Piraten! Prost! Ja, gut, ja. Ist gut, ja. Eiserne Regel, Eierlikör darf auf diesem Schiff niemals ausgehen. Das weiß auch Chefkoch Carsten Stumpf. Deshalb hat er alles an Bord, was für Nachschub notwendig ist. Kleiner Vorrat von Alkohol ist schon da, dass man genügend Eierlikör produzieren kann. Pro Tag brauchen wir 200 Liter. Udos Lieblingsgetränk fließt in so großen Mengen, dass Carsten Stumpf das Rezept schon im Schlaf hersagen könnte. 12 Kilo Eigelb, jetzt kommen 12 Liter Sahne dazu und 12 Liter von Bacardi. Sonst trinkt auf einem Kreuzfahrtschiff niemand Eierlikör, so die Spezialisten aus der Megakombüse. Nur bei dieser Tour. Am Ende werden in den 6 Nächten an Bord 1470 Liter getrunken. Der selbstgemachte wird vom Chef natürlich selbst verkostet. Schmeckt das. Mir auch. Jetzt drängt die Zeit. Die Vorbereitungen für das Abendessen in 10 Restaurants laufen. Der Österreicher Carsten Stumpf nimmt, wie jeden Tag, jedes einzelne Gericht persönlich ab. Er kontrolliert Optik und Geschmack. Wenn etwas nicht stimmt, dann bedeutet das mehr Arbeit für die Küchencrew. Hart. Das ist hart, sollte sehr weich sein. Das können wir absolut nicht servieren. So. Das müssen Sie neu machen. Okay? Otherwise, excellent. Very good. Thank you. Carsten Stumpf arbeitet seit 10 Jahren auf Kreuzfahrtschiffen. Seine über 200 Mitarbeiter kochen im Akkord. Das Abendessen wird in den 3 Hauptrestaurants mit 1000 Sitzplätzen à la carte serviert. Die Küche ist bis auf die Chefs fast rein in philippinischer Hand. Das Essen ist europäisch. Für die asiatischen Kellner an Bord ist jedes Gericht genau beschriftet. An dieser Theke ist heute die hohe Rippe vom Rind abzuholen. Ja, wir haben sehr hohen Personalwechsel. Das heißt, die Kellner, die heute Morgen zugestiegen sind, die sind am Abend schon voll im Dienst. Damit sich jeder zurechtfindet, wird überall angeschrieben, wo was zum Finden ist, um Verwirrung zu vermeiden. Einarbeitungszeit gibt es hier nicht? Keine Einarbeitungszeit. Sofort ins kalte Wasser, an Bord und gleich arbeiten. Die Nachfrage nach Personal ist hoch. Ein Kreuzfahrtschiff braucht etwa 1.500 Mann Besatzung. Und immer mehr Schiffe kommen auf den Markt. Im deutschen Papenburg und bald auch in Wismar sollen bis zum Jahr 2026 mindestens 17 Schiffe gebaut werden. Das ist nur ein Teil der Ozeanriesen, deren Bau in Europa derzeit geplant ist. Bei Werften in Finnland, Norwegen, Frankreich, Italien, Kroatien und Spanien sind weitere 63 Schiffe geplant. Also insgesamt 80 Kolosse mit bis zu 6.000 Passagieren an Bord. Nach den Faktoren, die man jetzt einsehen kann, kann der Kreuzfahrtboom noch 10, 15 Jahre ungebremst so weitergehen. Das ist, die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass also sowohl wirtschaftliche Krisen als auch größere Terroranschläge das Buchungsverhalten gerade bei Kreuzfahrtschiffen überhaupt nicht beeindruckt haben. Also die Steigerungsraten seit 2000 sind eigentlich ungebremst immer weiter nach oben gegangen. Deswegen ist dem Wachstum eigentlich keine Grenze gesetzt. Wieder in Bremerhaven. Die Genting Dream wird in wenigen Stunden an eine chinesische Reederei übergeben. Hoppla.
Pressetermin. So, und wir haben sogar Glück, es ist trocken. Peter Hackmann, der Sprecher der Werft, präsentiert den Vertretern von Funk und Fernsehen stolz das neueste Produkt. Auf 19 Decks sollen sich ab dem kommenden Jahr über 3000 Passagiere die Zeit vertreiben. Zum Beispiel beim Glücksspiel, sehr beliebt in Asien. Ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich? So, ja, genau, dann gehen wir da. Wir gehen mal hier rum. Wir versuchen mal hier unser Glück. Bei der Tour durch die unzähligen Flure lächeln uns in einem von 35 Restaurants schon asiatische Schönheiten an. Und ein kleiner Blick in die Luxuskabinen wird auch gewährt. Uns interessiert aber, fährt das Schiff auch mit moderner Umwelttechnik? Fehlanzeige. Hier wurde auf gewisse Technik auch verzichtet. Also den in Europa vorgeschriebenen Scrubber gibt es hier nicht. Also es sind verschiedene Fahrtgebiete, wo diese Scrubber sozusagen oder wo bestimmte Emissionswerte, so muss man es genau sagen, eingehalten werden müssen. Und wenn man in diesen Fahrtgebieten natürlich nicht unterwegs ist und diese Vorgaben nicht einhalten muss, dann muss man logischerweise diese Dinge auch so nicht umsetzen. Sie könnten dieses Schiff auch sauberer produzieren? Man könnte immer irgendwelche Dinge anders machen, wenn man möchte. Doch nicht im Fall der Genting Dream. Die geht ohne Abgasreinigung auf große Fahrt. In Asien interessiert sich scheinbar noch niemand für den Umweltschutz. Unter Volldampf geht es auf dem Rockliner mit Udo Lindenberg durch die Nacht. Der Chef sinkt an Deck. Diesmal macht er am Pool sein Ding. Irgendwann will sich der Künstler dann zurückziehen. Immerhin muss er eine knappe Woche an Bord durchhalten. Mit Fans an jeder Ecke. Zum Beispiel Katja und Matthias aus Schwarzenberg. Die Friseure träumen immer noch davon, dass Udo ihre Ehe segnet. Leichter Frust macht sich inzwischen breit. Dagegen hilft vielleicht Shopping? Während der Tour durch die Läden erzählen sie uns, dass sie Udo an Land doch einmal begegnet sind. In so einer ganz engen Gassen kommen uns dann also der Udo entgegen. Nur Matthias, ja. Ich bin immer nur der Fotograf. Ja, es muss ja schnell gehen. Aber zum Segen hat es leider bisher noch nicht gereicht, sozusagen. Nein, leider nicht. Und nee. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht ja. Noch auf den Rockliner für noch ein paar Tage. Katja war bisher einfach noch zu schüchtern, Udo anzulabern, wie es hier heißt. Sie kauft sich zum Trost eine neue Handtasche. Doch es besteht noch Hoffnung. Wie geht's dir? Klasse war das. Geht gut ab, ne? Ja, herrlich. Hammer. Richtig gut. Machen wir das so, ne? Ja, freut mich total. Ja, grüß dich. Der Chef zelebriert den engen Fankontakt und verspricht, das auch weiter durchzuziehen. Ich will mich hier nicht weg, nicht verstecken, weißt? Aber es sind natürlich doch sehr wild entschlossene Panikexperten hier an Bord, richtige Fans und so. Und ich finde es auch schön mit denen, so, wenn so eine Vertrautheit in den Krieg und so. Moin. Boah. Tizi fühlt sich auf dem Schiff inzwischen schon fast wie zu Hause. Guten Morgen. Hey. Gut? Schön. Der Rockliner-Experte aus Chemnitz überlegt, künftig hier auch ohne Hut Urlaub zu machen. Ich glaube, ich werde das mal machen, ja. Also vielleicht mal einfach vorsichtig anfangen, so mit 6 oder 7 Tagen oder so, dass man es auch bezahlen kann. Ja, Tischfall. Also wenn man es so jetzt erlebt hat, dann kann man, glaube ich, so dieses Gefühl haben, geht auch ohne diese ganze Partygeschichte, so einfach als Wellness- und Kulturreise oder wie auch immer. In 3 Tagen wird das wilde Treiben auf dem Rockliner Geschichte sein. Und das Schiff soll dann ein bedächtigeres Publikum beherbergen. Stargäste an Bord sind dann die Wiener Philharmoniker.